live hinüber zu Peter Rapp. Ich habe heute schon alle Österreicher, alle Industriellen, die was in Geld haben, angerufen. Angefangen von Mirko Kovac über Daus Androsch bis hin zum alten Vlaschek. Und Elmar, du würdest doch auch den kaufen, den ORF 1, wenn du nicht alles schon verfressen hättest, das ganze Geld. Du, ja. Pass mal auf, ha? Peter, ja, nicht denn? So frech sein. Ja, wir Bordträger im ORF tun uns immer ein bisschen häkeln. Komm her, wo ist denn die Wurst? Ha? Da, schau, da drüben ist die Wurst. Ja. Ja. Peter, ja. Ich darf wirklich aufpassen, ja, an deiner Stelle. Ich wäre noch Generaldirektor, egal wer den ORF, ja, kauft. Wer auch immer das glauben möchte. Gell, dass du den Und die hau ich als Ersten aus. Ah. Schau lieber, wer einen ORF gekauft hat. Ah ja, hier haben wir wirklich einen ernstzunehmenden Käufer, Frank Stronach oder Franz Strohsack. Hätten Sie sich jemals gedacht, dass Sie den ORF kaufen würden, bis Sie ausgewandert sind? Na, heute bin ich nichts der Strohsack, heute bin ich mehr der Strohmann, und zwar der Strohmann für eine rein österreichische Lösung. Wir haben ein Konsortium gebildet, ein Konsortium, das, was sich den ORF jetzt als Zwischenhändler mal sichern wird, und das ist ein Steckenpferd von mir, so ein Konsortium. Sie haben ja gesagt, sozusagen, das Geschäft hat keinen Pferdefuß, sondern eher zwei Pferdeköpfe. Heißt das, was es wolle? Gehen wir zum Scheck, Sie wollen unbedingt mit Scheck zahlen, haben Sie gesagt. Sie bestimmen ja auch quasi den Preis, ne? Das ist bei uns so üblich, wenn der ORF 1 verkauft wird. Schauen wir mal, was der Stift schreiben mag. Ne? Der Stift bestimmt den Preis, ne? So ist das bei uns. Gut, schauen wir mal. Mhm. So. 2. Also schon mal auf jeden Fall eine zweistellige Summe, ne? Milliard? Na, geh ohne. Ah, ja. Aber, glaubst du, aber, der dafür, ist mehr aber als dafür Euro, ne? 2 Millionen wert, so nein, nix, Schilling. Mhm. So, da, Stronach. Mhm. Ich schreibe noch einen Namen auf die Rechnung, dann kann ich es von der Steuer absetzen. Weißt du? Magna. Das hätte man vor ein paar Jahren wer sagen sollen, ne? Dann schaut was anders aus jetzt bei mir. So. So, zum ersten, zweiten und dritten. ORF 1 verkauft. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu heißen unseren neuen Generaldirektor Elmar Oberhauser. Okay, kommt raus die Musik leiser, ja? So. Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter, alles bleibt besser. Bei uns gibt's jetzt Markus Rogan jeden Tag. Rogan interviewt Rogan, unterbrochen nur von Werbesendungen mit unserem Hermann Mayer.